Okay, Leute, es geht weiter mit Elden Ring. Wir sind im letzten Level. Und es gibt ein kleines Problem, was ich rausgefunden habe. Und zwar, ich habe... was sind das? Achso, neue Waffe. Gut, egal. Ich habe... Wo ist es denn? Die Shadow Tree Fragments suche ich. Die hier, da. Ich habe ein Shadow Tree Fragment. Ich habe gelesen, es gibt im letzten Level 4. Wenn das stimmt. Dann würde ich auf 5 kommen. Ich brauche aber 6, um Max-Level zu erreichen. Das heißt, und das ist ein richtiges Problem, Leute, wenn das überhaupt stimmt mit den 4ern. So. Ich brauche 6 für Max-Level 20. Wenn das stimmt, dass es im letzten Level 4 Stück gibt, dann habe ich irgendwo auf dieser gesamten Welt 1 verpasst. Und das macht mich wahnsinnig, weil wie soll ich rausfinden, welches das ist? Irgendwo habe ich 1 verpasst und ich weiß nicht, wie ich rausfinden soll, welches. Klar, es gibt so Videos auf YouTube, wir zeigen dir jeden Shadow Tree Fragment. Aber erstens erinnere ich mich nicht immer sofort an jedes und weiß, bin mir da nicht sicher, ob ich das schon habe oder nicht. Und zweitens habe ich keinen Bock, eine Stunde lang mir ein YouTube-Video anzugucken. Das macht mich wahnsinnig. Also falls ihr dieses Let's Play gesehen habt, jeden Teil, wenn ihr wirklich mit mir durch diesen gesamten DLC gegangen seid und absolute Elden Ring Pros seid, dann könntet ihr mir richtig krass helfen, wenn ihr mir sagt, welches Shadow Tree Fragment ich übersehen habe. Es kann natürlich auch einfach irgend so ein Topf-Guy gewesen sein, irgendwo. Ich bin nochmal hier alles abgegangen in den komischen Katakomben hier. Das ist ja so unübersichtlich alles. Aber ich habe keins mehr gefunden. Es kann halt einfach überall sein. Das ist das Problem. Ich war so gründlich. Ich habe ja, ihr habt es ja mit mir verfolgt. Ich habe ja wirklich jeden Stein umgedreht. Aber es kann halt sein, dass irgendwo so ein Topf-Guy war, der abgedüst ist und ich den noch nicht mal gesehen habe und deshalb auch gar nicht weiß, dass er existiert. Ich bin gedanklich alles schon 10-mal hier durchgegangen. Ja, Uptown Mau, ich sag ja, ich brauche noch 5. Ich brauche noch 5 Shadow Tree Fragments. Und wenn es 4 im letzten Dungeon gibt, dann fehlt mir noch einer. Wenn es 3 im letzten Dungeon gibt, fehlen mir sogar noch 2. Das ist so dumm, das müsste man irgendwie... Die hätten noch ein Item machen können, das einem das irgendwie in die Richtung weist oder irgendwas. Also, weil die können ja überall sein. Die können in der Kiste sein, die können von einem Gegner droppen. Wie gesagt, die können von Topfgeist droppen, die können bei einem Bosskampf droppen. Ich weiß nicht, wie man da jetzt das angehen soll. Sammle erstmal die anderen 4, dann gehen wir über die Brücke, wenn es soweit ist. Das ist ein sehr vernünftiger Vorschlag, Limbosaurus. Aber ich bin halt so ein Typ, der dann sich denkt, ja, aber das Problem kommt ja auf mich zu. Es bringt ja alles nichts. Es wird ja sich nicht verhindern lassen, dass dieses Problem... Ich habe ja sogar relativ spät erst hier den aufgesammelt. Dabei ist der einfach, der liegt einfach hier so am Lager. Manchmal reitet man einfach auch irgendwo vorbei. Tja, keine Ahnung. Also, egal, wir machen erstmal weiter. Ja, das meine ich halt, Joro. Wenn du jetzt fragst, hast du das im Bereich von dem zweiten Drachenlöwen? Keine Ahnung.
Wahrscheinlich schon. Aber keine Ahnung. Naja, abzulaufen, es bringt ja auch. Ich weiß ja nicht, wo ich suchen soll. Es ist furchtbar. Ich komme nicht drum rum, mir so ein YouTube-Video anzugucken. Und selbst wenn ich mir so ein YouTube-Video angucke, bin ich mir nicht sicher. Na, ich müsste es nochmal komplett alles. Nee, da komme ich her. Es ist wirklich ein bisschen. Sie hätten einfach auch ein paar mehr verteilen können als die gesamte Anzahl. Soll ich die Stellen raussuchen und dich lotsen? Ja, Adref, wenn du das hinkriegst. Ich wüsste zwar nicht, wie du das machen willst, aber feel free. So, jetzt gucken wir uns erstmal hier diesen letzten Dungeon an. Da ist ja schon ein Lappen. Check it out, meinen neuen Superbogen. Er hat doch Homing. Lol. Muss erstmal wieder reinkommen hier. Kommt jetzt die ganze Zeit Monster Hunter gespielt. Jesus. Erstmal wieder reinkommen. Was war mit dem Bogen los? Wieso hat er nicht gehomed? Weißt du, was ich meine? Der müsste eigentlich homen machen. Ach so, scheiße, weil ich nicht. Ich war dumm, weil ich nicht L2 gedrückt habe. Ja, ich sag's ja, ich muss erst wieder reinkommen. Ich bin ein bisschen dumm. Der ist nämlich richtig geil, der Bogen. Habe ich eigentlich noch auf. Wo hier? Ich habe den sogar geskillt. Ich habe momentan. Ich bin ein bisschen rumgelaufen, offline. Und habe ein bisschen auf Bogen gemacht. Deshalb habe ich hier zwei Bogentalismänner drin. Einfach nur mal zu zeigen, wie geil dieser Bogen ist. Ich show you. Erstaunlich langsam vor irgendwie. Ist das jetzt ungewohnt einfach nur oder was? Da hab ich hier. Ist schon immer so langsam? Ja, wo alle sind, hätte ich relativ fixes parat. Ja, klar, das kann, aber ich weiß ja nicht, welche ich von allen hab. Hardref, das ist ja das Problem. Weißt du, wie ich meine? Bringt ja nichts. So, da unten ist ja übrigens der andere Eingang. So, ich muss jetzt mal hier was Sinnvolles machen. Das ist ja Quatsch. Jetzt einfach mal hier lang. Auf jeden Fall geht's dann tief runter. Broken Room, cool. Was ist das? Können wir das mit dem Bogen machen? Jetzt runter.
So geil. Das ist so cheap. Ich habe nie mit Bogen gespielt. Jetzt habe ich auch mal Bock, mit Bogen zu spielen. So geht es natürlich auch. Du Sackpimmel da oben. Kamera, hallo? Wie gut ist der Bogen, bitte, ey? Buddinghorn. Spirit Ash, Walker, Mensch. Lightning proof pickled liver. Ist das der? Haben sie sich ja die richtig geilen Items aufgehoben hier fürs Ende, oder was? Noch ein Spirit Ash, ihr wollt mich doch savagen, ey. Der Bogen heißt Knochenbogen. Bone Bow. Ich weiß nicht mehr, wo es den gibt. Ich habe vergessen, wo es den gibt. Müsst ihr googeln. Aber das machen die doch extra, dass die hier nur Scheiße hinlegen, oder? Die wollen ihn doch wirklich provozieren.
Likely dumb. Was hat er denn gemacht? Er wollte darüber jumpen. Nee, das geht nicht. Aber Props für den Versuch. Hier kommt man drauf. Auf die Baumwurzel würde man draufkommen. Da oben ist ein Omenkrieger. Das ist schon Cheaten. Das ist der Baum, wo ich eben war. Bei Teutates. Was happened hier? Alter, wo kam das her? Soll ich erstmal hier auf den Baum gehen? Ja, gehen wir erstmal hier auf den Baum, oder? Von hier könnte man es versuchen zu springen, aber es wird trotzdem nicht gehen. Das sieht man schon an den Texturen. Oder? Da wäre noch safe eine Nachricht auf dem Boden, wenn das gehen würde. Da kommt man wieder hoch. Da vielleicht? Oh oh. Ist natürlich richtig auf dem Präsentierteller für einen Sniper hier. Nein! Oh, das war knapp. Da habe ich aber Glück gehabt, ja? Wo war das denn? Hier? Hä? Hier. Spyro. Das dürfte ein Zauberspruch sein. Das ist der, ja, den ich die ganze Zeit hier fange auch. Okay. So, da können wir nur die Füße in die Hand nehmen, wie sagt man, die Beine in die Hand nehmen und rennen, oder? Ich weiß auch nicht, wo der Zauberspruch herkommt. Ah, von ihm. Mhm.
ganz schön rein. Oh, was sehe ich denn da? Oha. 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 Hä? Gleich drei Items? Also da. Wo ist denn das? Dann da. Wie kommt man denn da hin? Von oben? Da runter droppen. Da. Hm. Geil, wie der die ganze Zeit auf mich geschossen hat. Er hätte mich so easy da runterkicken können. Aber zum Glück ist er dumm. Alter, da ist noch so ein... Da oben, Alter. LOL. Ist das mies. Das war ja richtig schön unfair. Und kein Bonfire erreicht. Was bedeutet, dass ich hier den ganzen Nerv nochmal machen muss? Wobei, ich kann einfach rennen. Kein Bock. Gucken, ob das klappt. Hoffentlich ist der... Oh, der ist auch wieder da, ne? Wie er halt nicht staggert, Alter. Wirklich. Das geht mir so auf den Piss in diesem Spiel, dass die Gegner nicht staggern, ey. Ich sag's schon seit Day One. Viermal Weedcutter reicht nicht zum Staggern, ey. Fuck you. Wieder Heavy Load natürlich. Lol, falsche Taste.
dich! Wie lange dauert denn die Scheiße? Mann! Selbst der scheiß Doppelbonk, scheiß Shit, fuck, fick, Finger, fickety fuck. Zweimal Savage Lion Claw, der Penner ist nicht. Ah! Leck mich! Jetzt muss ich ja doch ausweichen. Ich hasse Gegner, die man nicht brute forcen kann. Das ist doch nicht in Ordnung. Immer dieses klug spielen. Warum? Are you still living? Halt's Maul jetzt. Lächerlich hier. Werden einem hier die Estus Flasks abgezogen. Hä? Magst du vielleicht mal treffen, Junge, ey? Was ist denn hier los? Das gibt's doch gar nicht. Haben die mich kaputt gepatcht auf der Gamescom oder was? Ich hab da hier schon wieder Scheiße eingestellt. Auto-Target. Was ist das für ein Zauberspruch? Das ist ein Fucker da oben, oder? Fassbar. Krass, da sind ja Leute. Seht ihr das? Guck mal. Warum? Die Bonsenfeier hier. Shadow Tree Fragment nehmen wir. Eins noch für Level Up. Ich habe das Gefühl, ich gehe hier schon automatisch irgendwie zu richtig für meinen Geschmack. Da war noch viel zu entdecken in dem Dungeon. Ich eventuell gleich nochmal zurückbiegen. So, wir können hier noch lesen. Carved words, class. I abandon here all my fears. Okay. Ist nicht du Schmuck.
Nee. Was ist das denn? Von Otto. Wow. Sind wir mal drauf, oder? Ich halt nichts treffe, Alter. Lol. Einmal geblinzelt. Das sind 10 Sekunden, die ich nie wieder kriege. Aber jetzt kann ich auch nochmal gleich hier gucken. Da geht es halt auch wirklich gar nicht weiter. Wäre instinktiv natürlich genau. Ups. I love it. Hä, da hängen ja auch wieder. Achso. Wie sieht es mit Tipps aus? Fragt Avaron. Was willst du wissen? Nee, nee, noch nix sagen. Ich bin an nix vorbeigelaufen, weil ich noch gar nicht fertig bin mit Laufen. Ich muss ja nur erstmal. Ich habe hier nur längst nicht. Ich habe ja noch gar kein Backtracking gemacht. Ich versuche ja erstmal hier eine Übersicht zu kriegen. Über den Dungeon. Ich habe ja schon gewisse Sachen im Kopf, die ich schon von aus der Ferne gesehen habe und wie ich mich noch nicht gekümmert habe. Müsste neben Backseat Gaming, müsste es auch sowas wie Backseat Playing geben. Ich gebe euch dauernd Tipps. Bis ihr entnervt abschaltet. Das wäre echt eine fucking gute Idee. Schon wieder Reverend.
Spirit Ash. Ist das ein Zeichen? Die wollen mir wirklich sagen, benutz eine Spirit Ash für den Endboss. Das ziehe ich daraus, dass ich jetzt schon die dritte Spirit Ash gefunden habe. Ist ja wohl ein... Was? Ey, da war doch gerade noch ein Geländer. Wo war denn plötzlich das Treppengelände hin? Jesus, war das dumm. Ich hätte schwören können, da war ein Treppengelände. Er ist einfach drüber gelaufen. Mann, wie unnötig. Was das denn? Boy. To take care of the stairs, boy. We need to go back, Kate. We need to go back. Boy. Boy. It's not as easy as it looks, boy. But Dad. Boy. Cut some wood. Dad. Überhaupt nicht, wo ich gerade runtergefallen bin. Guck mal, das ist doch ein Gelände. Wie kann man denn da... Wo? Alter, bin ich durch... Nee. Hä? Bin ich durch das Loch hier? Bin ich jetzt da durchgefallen oder was? Raff ich nicht. Horned Warrior Ashes. Das ist der Dude, der da eben stand. Das ist bestimmt nicht schlecht. Warum spiele ich keinen Wukong als alter Souls-like-Veteran? Ja, weil ich erstmal Souls, tatsächlich das reale Souls spiele. Bevor ich ein Souls-like spiele. Ich spiele das Original. Verstehst du? Dit ist warum, wa? Ich muss erstmal dit hier rum machen. Bevor ich mich auf andere Sachen einlassen kann. Aber hier hat man eine ganz gute Aussicht. Es geht immer höher. Da ist auf jeden Fall eine Möglichkeit. Aber wie käme man denn da? Dahin. Verstehe ich nicht. Warum spielst du nicht zwei Games gleichzeitig? Nee, ich will erst mal eins fertig machen. Guck, da ist der Boy. Wie machen wir den am besten? Ich will sogar für den Zip nehmen. Und dann...
Sip, sip, hurra. Ganz einfach. Du konntest über das Geländer gehen und in den Tod fallen, weil auf der Treppe eine kleine Vase stand, durch die man ohne Sprung über das Geländer kommt. Ich wusste doch, da war irgendwas war komisch. Shadow Tree Fragment, wir sind Level 19, Boys and Girls. Jetzt fehlen noch die letzten drei für Max Level. Ah, okay. Gut. Ah, vielleicht hier noch. Kann man natürlich schon leicht was hier übersehen. Kann man ja offensichtlich auch aufs Dach. Aber wie? Und warum? So, hier bin ich ja hergekommen, ich Trottel, ey. Aber warte, wenn wir hier... Nee, da waren die komischen Vögel. Nee, das war ja dumm. Hä? Was habe ich denn jetzt gemacht? War das dumm? Ach so, hier. Okay, ich verstehe. Hier. Jetzt wieder rein und nach oben.
Moment, ich kann da rüber jumpen von hier. So, da war... Ne, wo bin ich denn aus dem Fenster gestiegen? Warte mal, hier unten. Gravebird Helm. Ich glaube, jetzt habe ich das komplette Gravebird Set. Das könnte man auch mal ausprobieren. Stone with a tinge of green, one of a set of armor pieces cast in the inner grave and power spells which summons rings of spectral light. Grave of ancient corrupts. Hier droppen. Oder hier springen. So. Schon? Oh shit. Nee, hier war ich noch nicht. Überhaupt nicht gerechnet. Das ist nochmal gut gegangen. Ich dachte, ich war hier schon. Somber Ancient Dragonstone. Wir können eine Waffe maxen. Mix, mixy, mix. Max, don't have sex with your ex. Na, 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 Max. Kennt ihr noch? Erotic? Wie hießen die anderen Songs noch? Die hießen alle gleich. Fred, come to bed, glaube ich. Max, don't have sex. Fred, come to bed. Silly Billy, use a Willy? Wirklich? Den kenne ich nicht. Das klingt nicht unglaubwürdig. Silly Billy, use a Willy? Nee, Silly Willy.
Was? Das sieht auch so aus, als ob man hier irgendwie Trick-Jump-mäßig... Willy use a Billy. Da bin ich raus, ne? Oder? Nee, da bin ich rein. Billy use a Billy. Fred come to bed, Max don't have sex. Kann ja gut was wegstecken, der Boy. Aber ich kann auch gut was schießen. Lol. Don't hate the player, hate the game, Leute. This is the way! Was soll ich machen? Wenn er nicht kommt? Ich hätte ihn natürlich auch so gelegt, keine Frage, aber. Was haben wir gerade gekriegt? Horned Warriors Greatsword. Keepers of the Tower, a heavy weapon made to bring the death strength of the world. Unique skill Horn Calling Storm. Ja gut, das stimmt. Da hat jemand was ausprobiert, oder? Nee, das war noch vom Kampf. Seite. Irgendwie kommt mir das hier voll bekannt vor. Ich habe voll das Déjà-vu. Zwei fehlen noch, Leute. Für Max Level, Leute. Zwei fehlen noch. Aber ich befürchte fast, das sieht hier, das riecht hier schon verdammt nach Endboss. Warte mal. Da müssen wir nochmal anfangen. Und zwar den anderen Eingang.
Freut euch noch nicht zu früh. Noch sind wir nicht so weit. Wir müssen erst hier alles klären. Wir sind noch nicht so weit. Ach, hier kann man gar nicht rein. Doch. Ach lol, hier geht's überhaupt nicht weiter. Ich dachte, hier kommt noch voll die Area hier rechts. Ah, ich war schneller. Ist ja albern. Es gibt zwei Eingänge. Wozu bringt er? Was ist denn? Hä, ich raff überhaupt nichts. Wofür ist denn dann der zweite Eingang, bitte? Das ist ja völliger Käse. Hier ist ja nichts. Hier ist ja gar nichts. Das ist ja komplett. Raff ich nicht. Dann gehst du hier hoch und bist am anderen Eingang. Wow. Hä? Okay, wir sind von da gekommen. Dann bin ich da hochgegangen. Was ist, wenn ich hier hochgehe? Hier ist noch was. Das war es auch schon. Aber hier über die Dächer können wir noch gehen. So, und wo waren jetzt die Typen an der Wand? Bin ich wieder hier. So, man kann da glaube ich noch runter droppen. Hier rechts bin ich noch nicht lang. Wow. Sausacke. Runarks hätten sie ruhig viel mehr zum Beispiel im DLC verteilen können, finde ich. Ich habe nämlich gar nicht mehr so viele. Weil ich halt nicht viel PvP oder so spiele. Kriegst halt nicht so viele. Okay, da. Genau ist. So, und wenn ich hier runter droppe. Achso, das war nur das mit der Baumwurzel. Ja? Ich guck einfach. Okay.
Genau, das waren da, war ich schon. So, das habe ich hier doch alles schon abgecheckt. Wo war denn das, wo ich vorhin noch mit dem Fernglas hingeguckt habe? Wo die Items waren. Da. Oder? Was da? Da war das. Das heißt, aber wie kommt man denn da hin? Da? Ich mache erstmal hier den Dude weg. Ich glaube nämlich tatsächlich, dass es gar nicht so schlecht ist, hier lang zu gehen. So, hier ist doch schon mal was. Guck. Aha. Habe ich doch schon gefunden. Inquisitor Ashes. Dass die jetzt am Ende nochmal so viel Ashes hier droppen. Ey. Das sieht auch gut aus da unten. Hier. Da kann man natürlich leicht jetzt den Misstep machen. Oh, nicht das. So.
Aha. Da schau her. Wir wollen natürlich erstmal weitergehen. Oh Gott, nur Dreck wieder mal. Und dann. Ne, wir müssen sogar hier runter droppen. Zack. Und dann können wir das halt. Wow, ist das schlecht. Smithing Stone 8. Oha, guck mal hier. Es geht ja noch richtig weiter. Da nimmt man so viel auf sich und dann wird man mit Pfeilen, die man einfach für 20 Gold kaufen kann, bestraft, möchte ich fast sagen. Der Ding ist so ein 5, ey. Ja, ich sag nichts mehr. Wrath, richtig. Oh, das aber. War hier schon mal? So, das waren alle 4, oder? Wie viel habe ich? 2, nee. Doch, 1 fehlt noch für Max Level. Das waren alle 4, die man hier kriegt. Scheiße, ich wusste es. Ich bin ein schlechter Elden Ring Spieler. So, Leute. Wo kriege ich jetzt das letzte Shadow Tree Fragment her? Ich habe gerade echt ein bisschen Orientierungsprobleme. Wo bin ich denn jetzt?
Reicht das noch zu zum letzten Level? Oh Gott. Ach, guck an. Hier ist man jetzt. Ich erinnere mich noch vor 150 Ausgaben, wie ich von da mal hier rüber geguckt habe und gedacht habe, da kommt man bestimmt noch hin. Das ist ja lustig. Euphoria. Fail. Holy damage mod. Trillium is an abundance, a secret treasure of the tower. Though the blades fashioned from golden shoots are largely wielded with damage to foes. However, damage dealt to those who live in death will have. Schön schnell auf jeden Fall. Alter, ist die schnell. Die finde ich schon ganz geil, die Waffe, muss ich sagen. Plus Holy Damage, was auch echt gut ist. Sieht auch geil aus, die Waffe, ey. Euphoria. Wie Elfenbein. Machen wir gleich mal stark die Waffe, wenn wir fertig sind. Am Ende macht man doch eh wieder mit Blasphemous Blade alles. Seit 180.000 Spielstunden. Waffen. Keines so gut wie das Blasphemous Blade. Aber siehst du, dann war ich nämlich noch nicht hier. So, jetzt müsste ich aber, glaube ich, alles haben, oder? Von hier, oder wie, oder was? Wie seht ihr das? Das ist doch alles... altes Level hier, da unter mir oder nicht, oder wie er hat.
Ja, hier war ich noch nicht. Mann, das nervt mich, dass mir jetzt ein Shadow Tree Fragment fehlt, Leute. Ja, lauf ganzen DLC nochmal ab, ja klar. Ich glaube, die größte Wahrscheinlichkeit, dass ich was übersehen habe, würde ich sagen, ist hier in dem Gebiet. In diesem komischen Wald. Weil da auch alles gleich aussieht. Und ich da noch am ehesten das Gefühl hatte, da hätte ich vielleicht noch gründlicher sein können. Oder es ist irgendein Topfboy, der irgendwo steht, den ich einfach nicht gesehen habe. Irgendein Topfdude. Kann es natürlich gewesen sein, der sich verpisst hat, bevor ich ihn überhaupt gesehen habe und gar nicht weiß, dass er existiert. Vielleicht sollte ich nur die Topfgeist nochmal versuchen. Die Hippos habe ich alle. Scheiße, Mann, es gibt keine Chance, dass... Kann natürlich auch irgendwo hier... Was weiß ich wo, ey. Wie leicht kann man was übersehen? Egal wie gründlich man ist. Boah, es nervt mich richtig, Leute, wirklich. Hast du alle Hamster gefüttert? Was? Hast du den Topfgei in den Ruinen bei Rumina? Rumina? Wo ist denn das? Ruinen von Rumina, was meinst du? Runes of Unte. Temple Town Runes. Ich habe mir immer, wenn ich ein Fragment gefunden habe, ein Symbol an die Stelle gesetzt. Klar, das hilft dir jetzt nicht weiter, aber es lässt mich gut dastehen. Vollkommen richtig, Rental Kit. Allerdings muss ja deine Karte dann auch scheiße aussehen, weil er 50 Pins überall hat.
Ach Mann, ey, wie, wenn's da irgend doch nur ein, ich hab's befürchtet, am Ende fehlt mir ein Shadow-Schwert. Ich wollte so gerne alle haben. Aber Spiel sagt nein. Komm, machen wir direkt auf 10, oder? Komm, was soll's, ist eh alles egal. Hast du den Topfträger in den Katakomben? I don't know. Ihr könnt mich jetzt auch noch 50 abfragen. Ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Ich weiß ja nicht, welche ich habe und welche ich nicht habe. Es ist fast unmöglich, würde ich fast sagen. Man müsste das Video gucken, wo jeder einzelne gezeigt wird. Und dann müsste man hoffen, dass ich jedes einzelne wiedererkenne. Tja. Ich glaube, die Wahrscheinlichkeit, dass es... Wie viele Topfboys gibt es hier im Anfangsgebiet? Da gibt es hier den einen an dem Grab. Das weiß ich, den habe ich. Aber vielleicht habe ich schon am Anfangsgebiet, wo man noch nicht so vertraut ist mit den Mechaniken und so weiter, irgendwie noch nicht so auf Topfboys geachtet hat. Später achtet man dann ja drauf, aber am Anfang... Aber das ist ja für euch jetzt auch scheiße, jetzt hier ein YouTube-Video abzuklappern und so weiter. Wir stehen vor dem letzten Boss. Aber wenn man es für den letzten Boss dann nicht hat, dann brauchen wir es danach auch nicht mehr machen. Ach Mann. Ich war doch so fleißig. Schau doch mal ins Wiki, vielleicht macht es Klick. Ah, hier, das ist sortiert nach. Hier ist es sortiert nach Gebieten. Abyssal Woods. Das ist doch sinnvoll, das nach Gebieten zu sortieren. Da, 5. Church Runes 2. Wieso wird denn das jetzt hier nicht richtig angezeigt? Geh mal Cerulean Coast in die westliche Höhle. Das ist jetzt aber sehr random. Ich weiß nicht mal, wo Cerulean Coast ist.
Cerulean Coast. Und jetzt wo westliche... Das wäre ja was, wenn das jetzt direkt der Treffer wäre, ey. Aber ich wage es zu bezweifeln. Aber das ist tatsächlich ein Item. Lol. Boah, ich hätte jetzt... Ich habe gerade Herzklopfen gekriegt. Oh, okay. Ich habe hier gerade ein Item eingesammelt. Direkt vom Bonfire aus. Hier war ein Item. Ich habe richtig Herzpochen gekriegt, wenn das... Aber es war nichts. Es war nur ein... Clockwork. Was aber zeigt, dass ich tatsächlich Sachen übersehen habe. Dann links. Lass uns bitte mit Osten und Westen arbeiten, nicht mit links und rechts. Weil hier ist Delay. Ich habe einmal die Kamera gedreht, dann zählt das schon nichts mehr. Habe ich doch alles. Nee, das habe ich. Ich weiß, welches du meinst. Nee, ja, das habe ich. Nee, das habe ich. Ich weiß, welches du meinst. Hier in der Höhle, das habe ich. Habe ich auch erst spät geholt tatsächlich, aber habe ich. Ja, ganz sicher. Hier habe ich alles. Ein Dummes fehlt. Ich sag's euch. Ein Topfboy oder so. Hier drin war das. Ich weiß, welches du meinst. Hier, siehst du, hier ist nichts mehr. Oh, jetzt hätte ich auch noch gekillt. Habe ich alles hier gemacht. Auch hier habe ich alles gemacht. Es kann eigentlich nur ein Topfboy sein. Wenn es wenigstens ein Item gibt, das so wie die Tempel bei Zelda, weißt du, wenn die dann, wenn es so schwingen würde oder so, irgendwas. Rau Runes sind zwei Pot. Hier ist eins laut Map. Oder was? Da? Hier muss eins sein. Oder was? Ich nehme mal den Talisman, dass ich keine Schritte mache. Für den Fall. Kirche.
könnte gut sein, dass hier in dem Gebiet noch was ist. Hier bin ich fünfmal durchgegangen. Habe ich schon. Hippo habe ich schon. Hier ist noch einer. Templetown Runes habe ich aber auch. Ja, welcher ist der, der den meisten fehlt? Ey Leute, ich war so gründlich in dem Spiel. Es ist halt super schwer rauszufinden. Wenn nicht sogar fast unmöglich, würde ich sagen. Bin ich ja extra noch durchgeschlichen. Prospect Town, das ist doch direkt am Anfang die Stadt, den habe ich auch. Ist auch so eine dumme Idee mit den Topfboys. Das macht es auch einfach nochmal so unerträglich nervig. Ist jetzt wie ein Sechser im Lotto, ehrlich gesagt. Thank you.
Wenn da zwei sind, kann es ja gar nicht sein. Es gibt ja nur noch einen. Also jeder Slot oder jeder Spot, wo es zwei gibt, kann es ja schon mal nicht sein. Richtig? Hier waren zwei, glaube ich. Ja, den bei den Morph Runes habe ich. Den im Anfangsgebiet habe ich. North of Abyssal Woods. Ach, Scheiße, geht ja nicht. Achso, wir wollen ja mal die neue Waffe testen, wa? Schließlich auf Max-Level. Wo ist sie denn? Ist sie so schwach? Wir haben natürlich auch kein Face-Build. Aber hier habe ich, glaube ich, auch die eine, die in der freien Wildbahn lag, habe ich, glaube ich, und die in der Kirche, wenn ich mich recht erinnere. Kann man gar nicht nach Norden gehen. Was sagt die Map? Ich hätte es markieren sollen, ey. Templetown Runes habe ich. Golden Hippopotamus habe ich. Storehouse 4th Floor. Cross habe ich. St. Chapel Statue habe ich. Shadow Tree Chalice habe ich.
wahrscheinlich eher eine am Anfang, schätze ich. Oh, was würde ich dafür geben, wenn man... Wenn man angezeigt bekommen würde, wo die sind. Kill the Pot Shadow next to the Prospect Town south of Ballarat. Wo ist Prospect Town? Da. Komm ich da runter? Alter, da ist einer. Vielleicht ist der das. Alter. Das ist er. Das ist er, Leute. Ich hab ihn. Jawohl. Das ist er. Ich wusste, es ist irgendein Potboy am Anfang. Lol. Ja, geil, Alter. Oh, ist das geil. Das ist er. Ich wusste, es ist so ein dummer Topfboy vom Anfang. Wahrscheinlich bin ich hier hingekommen. Da ist ein Schädel auf mich geflogen. Und dann hat er sich schon verpisst. Leute. Das heißt, dass ich aber auch hier noch nicht war. Oder war ich hier? Okay, geil. So. Wo war denn jetzt hier? Wo ist denn jetzt das letzte Bonfire gewesen? Ist das hier? Nee. Level 20, Leute. So, ich gehe einmal kurz pinkeln und dann schauen wir uns mal an, wer hier der Obermotz ist. Als ob ich es nicht wüsste. Bin gleich wieder da. Wo, weg. Ja. So, Leute. Jetzt bleibt nur noch eins. Elden Ring, Shadow of the Erdtree. Durchzocken. Was ein bisschen komisch ist, weil ich habe gerade eine neue Waffe gekriegt. Mit der werde ich jetzt natürlich nicht gegen den Endboss kämpfen. Aber die kam ein bisschen spät im Spiel, würde ich sagen. Ist das hier überhaupt mein letzter? Wo ist hier das letzte Bonfire?
Das hier, oder? Wie geil ist es bitte, dass ich jetzt dieses Shadow Fragment gefunden habe? Ist es das hier? Ja. So. Ohne wirklich zu wissen, was mich erwartet. Den Bogen werde ich nicht brauchen. Ich habe festgestellt, dass es für mich am besten gegen harte Bosse funktioniert, wenn ich defensiv spiele. Wie spielt man defensiv? Indem wir auf jeden Fall physischen Schaden negieren. Weil Schaden macht man so oder so. Dann dauert es halt 2 Minuten länger. Wichtig ist, dass wir überleben. Und das tun wir, indem wir physischen Schaden und vielleicht auch sogar noch non-physischen Schaden. Holy Damage könnte natürlich auch... Was ist der Unterschied eigentlich? Hier kriegen wir 64 auf Holy, 68 auf Holy. Dafür bei den anderen 59, 60. Ich glaube, wir machen mal so. Ich weiß ja nicht genau, was mich... Lightning 68. Holy 68, ja. Okay. Dann Heilung und das ist unser einziges Damage-Ding. Dann werden wir safe nicht auf zusätzlich Damage gehen, oder? Warte mal, Rüstung machen wir gleich. Was für eine Waffe nehmen wir denn? Wir nehmen auf jeden Fall... Werde ich versuchen zu parryen, wenn es geht. Es könnte klappen. Kostet auch kein Gewicht groß. Erfahrungsgemäß sind fast alle Bosse im DLC so gewesen, dass du überhaupt nur ein, maximal 2 Schläge landen kannst. Das heißt, es ist leider so, aber es ist spricht dafür, dass man eher eine starke Waffe nimmt als eine schnelle Waffe. Finde ich persönlich tatsächlich ein bisschen persönlich ein bisschen schade. Aber wenn du immer nur einmal schlagen kannst, dann willst du natürlich, dass es auch zählt. Das spricht für eine gute Strength-Waffe, die aber auch vielleicht mir noch irgendwas anderes gibt. Ich könnte natürlich wieder den Baum nehmen. Aber warum? Staggern wird eh nicht drin sein, nicht groß. Und seine zweite Attacke, seine Asche ist scheiße. Man könnte eher überlegen, ob man nicht sogar Claymore versucht. Das wäre natürlich oldschool. Jetzt kacke ich mich schon ein, bevor ich einmal angeln kann. Oder sollen wir es mit Brute Force und Knight Rider Glaive versuchen? Komm. Die hat mich bislang immer gut getan. Und dann könnten wir noch als Zweitwaffe tatsächlich für einen schnellen Stab könnten wir tatsächlich das Putter nehmen. So. Das brauchen wir alles nicht. So, jetzt müssen wir mal gucken, rüstungstechnisch können wir gar nicht so aus den Vollen schöpfen, weil wir dann Heavy Load kriegen. Aber ein bisschen was können wir machen.
Es muss jetzt nicht nach Aussehen gehen. Es ist schön, wenn es gut aussieht, aber nicht. So, Malekith Gauntlet. So, okay, sieht richtig kacke aus. Scheiße, sieht das scheiße aus. Na gut. Das ist natürlich auch... Ich weiß nicht, ob das wird nicht von Erfolg gekrönt sein. Ist das Mikaela? So be it. If you insist upon facing Mikaela the Kind, then I will run you through whoever you might be. Don't tarry now. Leder ist das. Der Ledermaffei. Oh, guck mal, hier kann ich summon. Wer ist das? Kann ich sogar zwei summon und... Die beiden könnte ich summonen. Nee. Hä? Muss ich die summonen? Be summoned to challenge Needlelight. Needle Knight Leder. Ja? Don't you dare approach Mikaela the Kind. Needle Knight Leder, Dryleaf Dane and our allies will never allow this. Redmane Freya. The time has come. I do not hope for a worthy foe. This is our moment. Let's make this something to remember. Jump tip. Och, come on. Noch einer. Alter, was haut das rein? Jebote! Was geht? Warum mache ich so wenig Damage? Alter. Lord of the Earthree. Lord of America. You too deserve to face the reckoning. I never could imagine that. You might be the only one to win. Okay, one down. Alter, das ist der Karate-Boy. Noch einer? Was ist hier los, Alter? Seid ihr dumm? Du hast nichts mehr zu trinken, Boy. Da geht er down. Last one.
Königreich. Nein! Ein Schlag noch! Ich raff's nicht! Ein Schlag, Stamina war leer, ey. Und er macht die dumme... Oh, es ist nicht zu fassen, ey. Es ist nicht zu fassen, wie knapp das war. Ich weiß nicht, ob das die richtige Waffe war. Jetzt habe ich ja wie laut, ey. Scheiße, ey, das darf doch nicht wahr sein. Ernsthaft? Mikula the Kind, Needle Knight's Letter, Dryleaf Dane, and our allies will never allow this. I am the Red Mane Freya. The time has come. I cannot hope for a worthier foe. This is our moment. Let's make it something similar. There can only be one way, and you are not. Jetzt bin ich natürlich moralisch gebrochen, ey. Mikula the Kind, Needle Knight's Letter, Dryleaf Dane, and our allies will never allow us. I am the Red Mane. The time has come. Oh, warum fokusst du nicht? This is our moment. Let's make it something new. Lion's Claw. Wieso drückst du nicht? Tis just as the woman said it would be. Lord of the Earthry, Lord of Marika, you deserve to face the reckoning. Fick, 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 ich dreh gleich durch, ey. Wieso macht er den verfickten Parry nicht, wenn ich drücke? Don't you dare. Alter, wie viel Delay hab ich denn, ey? Das mal an. I am the Red Mane Freya. The time has come. I could not hope for a worthier. Ja, du kannst sie einfach immer machen, ne? Let's make it something to remember. I
Alter, ich raff's nicht. Don't you dare call Caligula the Kind. Needle Knight Letter, Dryleaf Dane, and our allies will never allow this. I am the Red Mane Freya. The time has come. I cannot hope for a worthier foe. This is our moment. Let's make it something to remember. Ich komme einfach nicht drüber klar, dass es eigentlich schon vorbei war, ey. Man muss hier jedes Mal das dumme Gelaber anhören, ey. We'll never allow this. I am the Red Mane Freya. The time has come. I cannot hope for a worthy foe. Alter, der schlägt sogar beim Hochspringen, trifft der? Don't you dare approach Mikula the Kind. Needle Knight's Letter, Dryleaf Dane, and our allies will never allow this. I am the Red Mane Freya. The time has come. I cannot hope for a worthier foe. This is our moment. Let's make it something to remember. Was? Wer denn? Lord of the Earthbringer, Lord of America, you too deserve to face the reckoning. Don't you dare approach Mikula the Kind. Needle Knight's Letter, Dryleaf Dane, and our allies will never allow this. I am the Red Mane Freya. Scheiße, das ist alles gleich aus hier. I cannot hope for a worthy return. Let's make it something to remember. Nur weil ich an die falsche Ecke gegangen bin, ey. Hat er einfach weggeblockt. Ganz klar.
Ich treff nicht mal die scheiß Attacken, ey. Guck mal, das alles geht daneben. Es ist so lächerlich. Das war ein Fehler. Jetzt schlag halt zu, Mann! Was zur Hölle, ey, das ist so unfair. Lol, alle Buffs weg. Das ist auch wieder so typisch. Richtig fair. Aber die Flask ist natürlich weg. Hä? Guck mal, wie der einfach mich nicht... Hast du es gesehen? Die Trinkanimation hat verhindert, dass ich schlagen konnte. Was war das denn für eine Scheiße, ey? Das habe ich ja noch nie erlebt. Die wäre eigentlich tot gewesen. Das habe ich ja noch nie gesehen. Wie er einfach nicht trifft. Alter, ist das nervig. Jetzt sind sie zu dritt. Okay, alles klar. Das war ja so lächerlich, was das gerade war. Das habe ich ja noch nie gesehen, dass du den... Ach Gott, ey. Unfassbar war das gerade. Neue Waffe. Allein, dass die ganzen Buffs dann weg sind. Ja, logisch, man kann ja auch, ist ja eine Invasion. Müsstest dich also jetzt hier buffen. Don't you dare approach Mikula the Kind. Needle Knight Ledder, Dryleaf Dane, and our allies will never allow this. I am the Red Mane Freya. The time. Hä, die erscheint ja immer überall anders. This is our moment. Let's make it so. Du kannst nicht ausweichen der Scheiße.
Alter, gleich sage ich Hardref, dass jeder, der sagt, ich würde mal die Waffe wechseln, gebannt werden soll. Das ist echt so nervig, Leute. Lass mich doch einfach machen. Donny hat es doch auch schon tausendmal gesagt. Alle sagen das. Lass doch die Leute spielen. Die Waffe ist doch komplette Kacke, Alter. Was kommt davon nämlich raus, wenn ich auf euch höre? Wo ist die Waffe denn in irgendeiner Form dafür diesen Kampf geeignet? Don't you dare approach Mikula the Kind. Needle Knight's letter, Dryleaf Dane, and our allies will never allow this. I am the Red Mane Freya. The time has come. We should not hope for a worthier foe. This is our moment. Let's make it something to remember. Oh, falsche Flask. Sag mal, Alter, du kannst nicht entkommen. Alles nur, weil ich... Hab jetzt schon keinen Bock mehr. Es ging schnell. Habe jetzt schon keinen Bock mehr. Ich bin kurz davor, mit dem Hammer auf den Fernseher einzuschlagen. I swear to God. I fucking swear to God, wie sehr mich's abfuckt schon. Ja, ich weiß, dass noch Radan kommt. Ihr müsst mich nicht voll labern. Ich guck nicht mal in den Chat, weil ich schon weiß, wenn er wüsste, was noch kommt. Ich weiß, was kommt. Ist auch nicht an mir vorbeigegangen. Glaub mal. Dryleaf Dane and our allies will never allow this. I am the Red Mane Freya. The time has come. Muss ich auch ein Entschuldigungsvideo machen wie Donny nach dem Kampf. Weil ich bin direkt gecancelt. I cannot hope for a worthy appeal. This is our moment. Alter, du kannst einfach nichts machen, ey. Das ist so mies mit dem Doppelschlag. Du kannst gar nicht. Reagiert überhaupt nicht. Ich drücke und drücke und er rollt nicht. Such as it is.
episode could not be more fitting. For the birth of a new god and the coming of a lord. Don't you dare. Knight's letter, Dryleaf Dane, and our allies will never allow this. Halt deine dumme Fresse, du Dumme. I am the Red Mane, Freya. The time has come. I cannot hope for a worthy foe. This is our moment. Let's make it something to remember. Alter, triff doch bitte diesen Scheißschlag einmal! Ich raff es nicht! Was ist denn das für eine Scheiße? Wie traurig er ankommt mit seinem Scheiß-Zauberspruch. Oh, ist schon vorbei? Du stehst zu close. Ach komm. Don't you dare approach Mikkel of the Kind. Needle Knight's letter, Dryleaf Dane, and our allies will never allow this. I am the Red Mane, Freya. The time has come. I cannot hope for a worthier foe. This is our moment. Let's make it something to remember. Dann direkt auf den gehen. Ich kann es immer noch nicht fassen, dass ich es eigentlich schon beim First Try hatte. Ich kann es nicht verarbeiten, ganz ehrlich. Das sitzt mir so krass im Nacken noch. Don't you dare approach Mikula the Kind. Needle Knight Letter, Dryleaf Dane, and our allies will never allow this. I am the Red Mane, Freya. The time has come. I cannot hope for a worthier foe. This is our moment. Let's make it something to remember.
Ich drücke und drücke und drücke und drücke. Lord of the Urn Three. Lord of America. You too deserve to face the reckoning. Alter, das ist ja so lächerlich einfach. Wie der einen one-shottet mit diesem Zauber. Mikula the Kind, Needle Knight Leader, Dryleaf Dane, and our allies will never allow this. I am the Red Mane Freya. The time. Ach klar. Habe ich wohl ein Luftloch geschlagen, komischerweise. Hat sich gar nicht so angefühlt. Diesem Wichser entkommst. Und jetzt schon der zweite da. Don't you dare approach Mikula the Kind. Needle Knight Leader, Dryleaf Dane, and our allies will never allow this. I am the Red Mane Freya. The time has come. I did not hope for a worthier foe. This is our moment. Let's make it something to remember. Alter, warum triffst du das nicht? Das ist doch lächerlich, bitteschön. Ja, plötzlich kann sie fliegen, oder was? Also es kommt zwei auf einmal. Cool. Ey. Alter, ich weiß nicht, was das war. Was war das? Oh, fickt euch, ihr Missgeburten. Ich hol jetzt die scheiß Summons. Sonst dreh ich durch. Sonst mach ich wirklich was kaputt. Hab die Schnauze voll. Im Drecksspiel, ich habe keinen Bock mehr. Ich muss einfach nur noch hinter mich bringen.
don't you dare approach Mikula the Kind. Needle Knight Leder, Dryleaf Dane, and our allies. Ja, wo sind die Wichser denn jetzt? Will never allow this. I am the Red Mane, Freya. The time is coming. We cannot hope for a worthier foe. This is our moment. Let's make it something to remember. Zwei. Ja. Your Lord is slain. And you are next, Marika. Summon as a Cooperator. Du kannst dir deinen Cooperator, kannst du dir mal wirklich mal querlinks in die, zwischen die Arschkimme klemmen. Du bist das Gegenteil von Leroy Jenkins. Du kommst, wenn der Kampf gelaufen ist, ey. Ey Leute, ich sag's gleich. Alles, was ich jetzt sage, bis zum Ende dieses Spiels, ist rein emotional, weil das Gehirn aus ist. Egal, wie schlimm die Ausdrücke sind, egal, was ich euch an den Kopf werfe. Wirklich, ich bin jetzt wie beim Exorzisten, das bin nicht ich. Ich sag's gleich. Es geht nicht anders, andernfalls kriege ich wirklich einen Krebs, während ich hier zocke. Alter, ich drücke die Rolltaste und er rollt nicht. Don't you dare approach Mikula the Kind. Needle Knight Leder, Dryleaf Dane, and our allies will never allow this. I am the Red Mane, Freya. Jetzt kommst du da. I cannot hope for a worthier foe. This is our moment. Let's make it something to remember. Ja klar lebt sie noch. Natürlich lebt sie noch. Ich will einfach nicht sterben. Ich brauche den Talisman mit Stamina, dann pack ich's. Don't you dare approach Mikula the Kind. Needle Knight Leder, Dryleaf Dane, and our allies will never allow this. I
I am the Red Mane, Freya. The time has come. I cannot hope for a worthy opponent. This is our moment. Let's make it something to remember. Beim ersten Mal schaffe ich es fast direkt. Jetzt schaffe ich es nicht mal, bis die Koop-Leute kommen. Don't you dare approach Mikula the Kind. Needle Knight's letter, Dryleaf Dane and our allies will never allow this. I am the Red Mane, Freya. The time has come. I cannot hope for a worthier foe. This is our moment. Let's make it something to remember. Wie dieser letzte Schlag immer viel weniger Damage macht als alle Schläge davor, damit man sie nicht töten kann. Das ist doch Rick, das kann mir doch keiner erzählen. So. Jawohl. Kavallerie. Ja, bleib so stehen. Nix. Geil. Tullier mit seinen geilen Giftflasks. So muss es sein. So. Jetzt siehst du mal, wie sich das anfühlt. Ne? Ist nicht so geil, wenn drei Leute auf einen einschlagen. Fühlt sich trotzdem jetzt wie eine Niederlage an. Toll. Boah, ey. Wie cool souverän wäre es gewesen, wenn ich es beim ersten Mal geschafft hätte und alle hätten so gesagt, nicht schlecht, Eddie. Stattdessen easy way out. Jetzt da plötzlich nochmal der krasse Scheiß liegt. Dane's Footwork. Das ist ja, haben wir denn jetzt hier alles gekriegt, ey? Eine neue Martial Art? Jetzt? Jetzt, wo es nichts mehr zu kämpfen gibt? Noch nicht mal hier ausprobieren in der dummen Arena, ey.
Lederarmor. Das stimmt, Rudinov, du hast vollkommen recht. Haken wir es mal ab unter für die Lore. Wie die mich einfach nicht die Waffen testen lassen jetzt hier. Okay, das ist mehr Kicks. Ist ganz geil, aber finde ich ganz nice. Ganz cool. Kommt halt sehr spät im Spiel, aber ja, für ein NG Plus eventuell. Was haben wir noch? Falks. Freya's Greatsword. Sieht auf jeden Fall ganz nice aus. Spinning Slash ein bisschen lame, oder? Dürfte schon reinhauen. Vor allem dieser zweite. Ja. Was haben wir noch? Leders. Auch hübsch. Ähnliches Moveset wie Milady, glaube ich, oder? Nicht schlecht. Ja, ich mag die R2-Attacke. Ist ganz nice. Fällt mir ganz gut, die Waffe. Ist ein bisschen wie die Milady so vom Moveset.
So, muss noch mal kurz gucken. Ich bin vielleicht ein bisschen zu schnell da rausgerannt. Och, bitte nicht krank werden jetzt. Ist hier noch was? Nee, ne? Doch, hier ist noch was, oder? Die ich gesummoned habe, oder? Naja, das sind die, die ich besiegt habe. Righteous Tarnished. That was an astounding battle, to be sure. Now I suppose this leaves only one. But in truth, I cannot calm my quivering. Challenging a god is no small matter. I'm afraid I underestimated the lad. Appearing frail in both body and mind, I presumed it'd be like to stumble upon the field of battle. What a fool I was. He serves another master, but Satiolier performed magnificently. Perhaps he too quivers with anticipation, as do we. Oh. Something you want to get off your chest? Well, you needn't worry. It was you, wasn't it? Who defeated Lord Moog? True. Fear not. I bear no grudge against you. His Eminence was felled in an honorable duel. And such are the risks of seeking lordship. Besides, what right have I to complain? I blame the enchantment more than anything. Righteous Tarnished, we will have our victory. I swear upon my blood. Righteous Tarnished, we will have... I swear upon my... Righteous... I swear upon... Righteous... I swear... So, Radahn First Try oder was? Ja, gut, echt jetzt? Ja, gut. Ups, das war ich gar nicht. So. Loyal blade and champion of the festival.
Both your deeds will ever be praised in song. Now, the vow will be honored, and my Lord Brother's soul will return, so that he may be my consort. Na, wo hast du den Esel mittlerweile gegessen? Selber so ein Esel, der Darm, ey.